Und da sind wir auch schon wieder beim dritten Teil von Shiver Mondenhain. Ich habe keine Ahnung, was wir tun müssen. Wir haben ganz viel Gedöns und ja, weiß ich auch nicht. Der Typ lädt gerade noch. Mist. Ja. Wir haben ja jetzt einen Haken und einen Hebel und solange der Tipp lädt, probiere ich einfach nochmal alles aus. Man weiß ja nie. Ach ja, wir mussten hier irgendwie an das Jod kommen. Und dafür mussten wir das hier in Streifen schneiden. Okay. Wir haben eine Tür gefunden. Ja. Nein. Okay, jetzt müssen wir hier irgendwas machen. Ja, ich bin gerade einfach hoffnungslos überfragt, was dieses Spiel von mir möchte. Wow. Oh, oh, da war noch ein Raum. Ich dachte, da kamen wir her. Oh, ich bin blöd. Ja, ich bin blöd. Darin befindet sich was, aber ich muss die Naht auftrennen. Das klappt natürlich auch nicht mit dem Wetzstein. Oh, oh. Ah, die dreht sich allein. Since olden times there was the grove and its keepers. They were proud and free, like other children of the forest. Then the humans came. They were cowardly and greedy. They pastured their cattle within the grove, dooming it to death. The keepers tried to protect the sacred grove,
but they killed the keepers to protect their miserable herds. Then I, the master of the grove, placed a curse upon these humans. Ever since, at every full moon, they are doomed to take on the guise of the keepers and take over their duty. Okay. So, jetzt haben wir noch eine Zange. Oh, hier geht's auch noch hoch. Hätte ja sein können. So. Glaskugel, Kartoffel, Trompete, Thermometer, Stricknadel, Seepferdchen, Zwerg, Sichel, Briefmarke, Nadelpilz und Uhr. Mit der Hand komme ich nicht dran. Der Zettel mit dem Code fehlt. Okay. Habe ich einen Papierball? Huch. So, jetzt haben wir auch die Uhr. Schön. So, wo ist die Kartoffel? Bist du eine Kartoffel? Tatsache. So, wir haben eine Sichel. Und sehr viel Watte. Okay. Und ein Hufeisen, das bringt hoffentlich Glück. Mit Hilfe einer stabilen Brücke könnte ich zu dem Baum gelangen. Oh, da können wir rüberhüpfen, das will ich aber noch nicht. Hier ist es zu dunkel. Ja super, jetzt haben wir Licht und hier gibt es gar nichts. Spiel, verarschst du mich gerade? Na egal. Mit einem Seil könnte ich herunterklettern. Ah, wir haben kein Seil, okay. Mit dieser alten Kelle könnte ich ein Sieb fertigen. Ich brauche nur ein paar Löcher hineinzubohren. Okay. Mit einem weiteren Haken hätte ich einen richtigen Enterhaken. Okay, hier will er noch einen Haken.
So, jetzt haben wir... ein Seil. Ach so. Ach, das war jetzt ein Seil. Ich dachte, damit putzen wir. Aber wir putzen damit wohl nicht. Na gut. Ich kann den Fluss über diese Brücke nicht überqueren. Ah, ich habe vergessen, meine Lampe am Ufer zu lassen. Jetzt ist sie nicht mehr zu gebrauchen. Ich muss den Haken abtrennen, um den Anker frei zu bekommen. Okay, das ist sehr cool. Also ich meine, dass wir automatisch wieder auftauchen, weil geht nicht anders, ne? So, hier haben wir einen Drachen. Immer nützlich. Ich sollte vorsichtig sein, der Baum könnte jederzeit umstürzen und mich mit sich reißen. Ach! Hallo! Weißes Fell. Auf dem Stein ist etwas, aber es ist mit Moos bedeckt. Ich muss ihn reinigen. Was können wir denn hier mitmachen? Mit diesem Drachen könnte ich Blitze anziehen, doch dafür brauche ich Draht. Wofür will er denn jetzt Blitze anziehen? Ach, ich bin hier echt überfragt. Eine gute Stelle für einen Blitzableiter. Ach so, wieder dieses Ritual, brauchen wir Blitze, oder? Na, mir egal. So. Ich glaube nämlich, jetzt können wir diese Jodgeschichte durchführen. Das ist kein echtes Silber. Ach so, wir müssen jetzt jeden Behälter durchgehen. Das auch nicht. Wir haben einen Kelch. Natürlich ist es der Kelch, ne? Ist ja klar. Na gut. Ich brauche einen Metallstreifen, damit das Ganze hält. Wir haben einen Entehaken. Hat irgendjemand den Überblick über die Story behalten? Ich nicht. Ohne die richtigen Hilfsmittel kann der Dampf nicht kondensieren. Ja, ich habe keine Ahnung, aber wir machen hier einen Schnitt. Bis dahin.